Small Planet Deutschland hat mittlerweile den Flugbetrieb eingestellt, aber zum aktuellen Zeitpunkt hätte man noch zwei Flugzeuge quasi in der Hinterhand. Bedeutet, mit dem nötigen Kleingeld könnte man jetzt noch ganz langsam den Flugbetrieb mit nur zwei Flugzeugen wieder starten. Klingt nach möglicher Rettung in letzter Sekunde und genau das wäre es auch. Und wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt, ist es doch schon ein bisschen fraglich, oder nicht, dass eine Fluggesellschaft überhaupt in diese Situation kommen kann. Aber tatsächlich ist es genau so und so könnte in den nächsten Tagen ein bisschen Geld und eine wichtige Unterschrift über die Zukunft der Fluggesellschaft und damit auch über die Zukunft der knapp 400 Mitarbeiter entscheiden. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und Small Planet Airlines Deutschland, die Fluggesellschaft, um die es heute geht, die wurde 2015 als deutsche Fluggesellschaft gegründet und war dann ab 2016 auch mit einer deutschen Betriebslizenz unterwegs. Lediglich die Muttergesellschaft sitzt in Litauen. Die deutsche Small Planet ist damit Teil der sogenannten Small Planet Group, also der Muttergesellschaft, die wie gesagt in Litauen sitzt, neben der mittlerweile auch insolventen polnischen Small Planet, der Small Planet aus Litauen und der zwei Flugzeuge starken Tochter in Kambodscha. Ja, und der deutsche Ableger, der hat seinen Sitz in Berlin und betrieb zuletzt eine aktive Flotte aus 7 Flugzeugen. Davon 5 Airbus A320 und 2 A321. Damit flog man von den deutschen Airports aus hauptsächlich für große Reiseveranstalter die klassischen Urlaubsziele im Mittelmeerraum und in Nordafrika an. Der letzte Sommer allerdings, der brach der kleinen Fluggesellschaft, wie fast jeder kleinen Fluggesellschaft gefühlt, allerdings dann das Genick. Small Planet musste nach etlichen massiven Verspätungen, nach Flugausfällen und nach immenser Kritik, vor allem auf Social Media, große Verluste an Passagieren und dadurch auch an Geld verkraften. Es gibt dutzende Fälle, da müsst ihr eigentlich nur mal ein bisschen googeln, da kriegt ihr hunderte Zeitungsartikel darüber. Es gibt dutzende Fälle, in denen Passagiere teilweise mehrere Tage auf ihren Flug nach Hause warten mussten und Small Planet erarbeitete es sich in diesem Sommer mit zu den unpünktlichsten und flugausfallgeplagtesten Fluggesellschaften in ganz Europa zu gehören. Selbst wenn man sich als Urlauber und damit ja automatisch als potenzieller Small Planet Passagier, selbst wenn man sich da überhaupt nicht dafür interessiert, mit welcher Fluggesellschaft man wie wo in den Urlaub geflogen wird, dann kam man eigentlich gar nicht drum herum zu erfahren, dass gefühlt, so kommt es ja rüber, jeder Small Planet Passagier tagelang auf seinen Flug warten muss und dann entscheidet sich sogar so ein Passagier dafür, dass er lieber mit einer anderen Fluggesellschaft fliegen möchte, was absolut nachvollziehbar ist. Und wenn eine Fluggesellschaft an diesem Punkt angekommen ist, dann sieht es, glaube ich, wirklich nicht mehr so gut aus. Selbst wenn eine Fluggesellschaft an ihre Grenzen getrieben wird oder gerne auch mal ein kleines Stück darüber hinaus, was diesen Sommer in Deutschland bei einigen Fluggesellschaften absolut der Fall war, dann haben es die meisten geschafft, mit ehrlichen Worten, mit ehrlichem Service und mit dem entsprechenden Einsatz dafür zu sorgen, dass sie nicht gegen die Wand fahren. Hat man jedoch in diesem Sommer als vor allem kleine Fluggesellschaft nach außen hin nicht so wirklich klar kommuniziert, was Phase ist und dass vielleicht einige Dinge nicht so funktioniert haben, wie sie hätten funktionieren sollen, dann wurde vor allem in den Medien gerne mal der eigene Ruf gnadenlos durch den Dreck gezogen und Reserven, die man sich vielleicht in den letzten Monaten mühevoll aufgebaut hatte, die wurden dann schnell einfach mal weggepustet. Und das bedeutet für eine kleine Fluggesellschaft gerne mal das Aus. Man hat dann keinen Ruf mehr, auf den man sich stützen kann. Gefühlt existieren nur noch negative Stimmen und wenn man sich als potenzieller Passagier, wie gesagt, auch nur ein bisschen darüber informiert, was gerade bei der Fluggesellschaft, mit der ich demnächst in den Urlaub fliegen soll, abgeht, dann bekommt man auch nur diese krassen negativen Stimmen zu Gesicht. Denn so Rekordfälle wie eine 70-Stunden-Verspätung bei Small Planet, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Presse und das wird dann richtig schön ausgeschlachtet und die Fluggesellschaft wird gnadenlos in den Medien zerpflückt. Und dann bleibt an dieser Stelle wohl nur noch ein Argument. Ein Argument, was eine Ryanair wohl für sich nutzen könnte, wenn sie an diesem Punkt, den wir eben beschrieben haben, angekommen wäre. Sie könnte ihre Flugzeuge wahrscheinlich trotzdem mit 5-Euro-Tickets füllen, da würden genug Leute immer noch einsteigen, obwohl es diese krassen negativen Stimmen ja durchaus gibt. Ja, aber das ist ein Argument für Ryanair und kein Argument für Small Planet. Und dann muss man sich an dieser Stelle doch eigentlich schon ganz knallhart die Frage stellen, braucht man so eine Fluggesellschaft überhaupt? Ist es überhaupt ein Verlust, wenn so eine Fluggesellschaft wie Small Planet Deutschland vom Markt verschwindet? Und das ist eine Frage, die ich ganz gerne so einfach an euch weitergeben möchte. Als am 18. September 2018 hier in Deutschland die Insolvenz der Small Planet Airlines Deutschland angemeldet wurde, war auf lange Sicht von einer Aufrechterhaltung des Flugbetriebes die Rede.
Ja, von mir aus, aber wie will man das jetzt an dieser Stelle machen? Dafür benötigt man auf jeden Fall Geld. Geld, das man zum aktuellen Zeitpunkt eben nicht zur Verfügung hat. Und in Anbetracht der wahrscheinlich sich aktuell stapelnden Beschwerden mit angehängter Zahlungsaufforderung der verärgerten Gäste, wäre das auch Geld, was man wohl direkt an die von Flugausfällen und Verspätungen geplagten Passagiere weiterleiten könnte. Und dazu kommt ja noch, Small Planet ist oder war keine Linienfluggesellschaft, sondern eine Charterfluggesellschaft, bedeutet wiederum, dass die direkten Kunden der Fluggesellschaft nicht unbedingt die Passagiere sind, die letztendlich dort im Flugzeug sitzen, sondern es sind vor allem Reiseveranstalter oder im Falle der Small Planet auch direkt Fluggesellschaften, die ihr gewisses Sitzplatzkontingent bei Small Planet einkaufen und Flugzeuge der Small Planet chartern, um damit ihre Flugpläne zu bedienen. Ein Geschäft, das gerade im Trend zu liegen scheint und auch sehr brauchbar zu sein scheint, wenn man es denn richtig machen kann. HiFly macht das vor, fliegt seit einigen Monaten sogar gebrauchten Airbus A380. Und das findet irgendwie jeder ziemlich cool. Es scheint vor allem aber ein Geschäft zu sein, das sich in Zeiten wie dem letzten Sommer extrem lohnen kann. Denn in diesem Land war gefühlt jedes flugfähige Flugzeug auch wirklich in der Luft und hat Passagiere von A nach B befördert. Denn da war es auch völlig egal, ob die Maschine jetzt weiß lackiert ist oder ob das Ding in halber Lackierung unterwegs ist oder am besten noch ein Jahr nach der Insolvenz in kompletter Air Berlin Bemalung fliegt. Hauptsache, das Ding fliegt und bringt Leute von A nach B. Die Berliner Unternehmensgruppe Zeitfracht deutete in diesem Zusammenhang an, Small Planet mit entsprechend verkleinerter Flotte womöglich zu diesem Zwecke weiterführen zu wollen. Allerdings scheiterten die Verhandlungen dazu schon letzte Woche. Und an dieser Stelle kann man sich ja doch eigentlich schon wieder die Frage stellen, benötigt man eine Small Planet Deutschland dann überhaupt? Kann man die nicht einfach vom Markt wegwischen und die Flugzeuge, die sie hat, weil die sind wertvoll, kann man die nicht dann einfach in seine eigene Flotte übernehmen? Dann muss man die nicht erst von Small Planet Deutschland chartern. Am besten sind sie dann nicht mal technisch einwandfrei und machen irgendwelche Probleme, bleiben am Boden und das wirft ein schlechtes Licht auf den Reiseveranstalter oder die Fluggesellschaft, die die Dinge haben möchte. Und eigentlich ist die Frage doch gar nicht so schwer zu beantworten, oder? Und es ist natürlich eine Frage, die sich ein potenzieller Investor zum aktuellen Zeitpunkt auch stellen muss. Ob der sie anders beantwortet, das ist die Frage. So wie es also zum aktuellen Zeitpunkt aussieht, geht da schon bald gar nichts mehr. Bedeutet Kündigung für die um die 400 Mitarbeiter zu Ende November. Heißt, die Kündigungsschreiben sind mittlerweile schon raus. Die Mitarbeiter werden dann Ende November alle das Unternehmen verlassen haben und bekommen dementsprechend dann natürlich auch kein Gehalt mehr. So, aber man kümmert sich, denn Piloten der Fluggesellschaft können wohl in begrenzter Stückzahl zur tschechischen Travel Service auf den A320 wechseln. Aber sie müssen gar nicht nach Tschechien gehen, sie können einfach in Deutschland bleiben, denn wer hätte das gedacht? Travel Service möchte bald 5 A320 in Stuttgart stationieren, die dann, für Eurowings fliegen sollen. Auf der schlecht ins Deutsche übersetzten Website von Travel Service aus Tschechien wird mir sogar direkt das Ad-Hoc-Anmieten einer Boeing 737 oder eines Airbus A320 vorgeschlagen. Ja. Ist das jetzt vielleicht ein bisschen voreilig zu sagen, dass die tschechische Travel Service dann wohl als nächstes verfrühstückt wird? Vielleicht ein bisschen, denn das ist natürlich eine tschechische Fluggesellschaft, das ist nicht unser Brot, das ist ein anderer Markt, der da durchaus für sich ja stabil funktionieren kann. Aber ein deutsches Tochterunternehmen, das müssen die ganz sicher nicht gründen, denn das würde wahrscheinlich nicht viel länger halten als das Gegenstück von Small Planet. Schon alles eine etwas komische Entwicklung, oder nicht? Ich bin da mal sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Aber was man dazu sagen muss, ist ja, dass die Dummen am Ende zu Unrecht natürlich immer die Mitarbeiter sind. Die werden von einem Ort zum nächsten geschickt und wissen gar nicht, ob das jetzt die nächsten 6 Monate überhaupt so funktionieren kann. Stabile Zukunftsplanung funktioniert so ganz sicher nicht und es sollte nicht so sein. Aber wie anfangs bereits erwähnt, Hoffnung gibt es auf jeden Fall noch. Wenn sie auch recht gering ist, es gibt sie noch. Und die kommt jetzt vielleicht in Form der türkischen Charterfluggesellschaft ONU Air. Während Small Planet Deutschland mittlerweile wirklich am Boden steht, seit Donnerstag wird nicht mehr geflogen, laufen im Hintergrund weiter fleißig Verhandlungen mit zum Beispiel der Charterfluggesellschaft ONU Air, kommt wie gesagt aus der Türkei, funktioniert oder scheint recht ähnlich zu funktionieren wie die tschechische Travel Service, also ONU Air verleiht auch gerne mal einen Haufen an Flugzeugen, aber die könnten wohl den einen oder anderen A321 bzw. A320 der Small Planet Deutschland und oder den einen oder anderen Mitarbeiter gebrauchen. Und das, was da dann eventuell, also das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht und die Lage sieht jetzt wirklich nicht so positiv aus, aber was da eventuell an Geld über den Tisch gehen könnte, das ist dann natürlich eher ein symbolischer Preis. Wahrscheinlich irgendwo zwischen 0 und 1 Euro. Es geht vielmehr natürlich darum, gewisse Verträge zu schließen für die Mitarbeiter oder mit den Leasinggebern, denn die haben mittlerweile die 5 A320 der Small Planet Deutschland schon wieder in der Hand. Aber einen letzten Punkt habe ich noch. Einen Punkt, der die Hoffnung noch ein bisschen weiter schmälert. Und zwar hatte Small Planet Deutschland bis gestern eine Frist. Eine Frist gesetzt vom Deutschen Luftfahrtbundesamt zur Aufrechterhaltung der Betriebslizenz der deutschen Airline. Small Planet Deutschland sollte bis gestern einen entsprechenden Finanzplan, ermöglicht durch gewisse Investoren,
für die Aufrechterhaltung dieser Lizenz an das Luftfahrtbundesamt übergeben. Das LBA machte der kleinen Fluggesellschaft damit natürlich auf der einen Seite erst einmal eine ganze Menge Druck. Auf der anderen Seite gab es ihr aber auch die Möglichkeit, um die ganzen Dinge im Hintergrund noch einmal neu zu ordnen, um mit neuem Geld, einem neuen Finanzplan, der dann auch funktionieren sollte, beim LBA nochmal aufzutreten und die Lizenz dann aufrechtzuerhalten, um mehr oder weniger unkompliziert den Flugbetrieb weiterführen zu können. Die Frist ist nun allerdings, wie gesagt, abgelaufen und man scheint zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen entsprechenden Investor gefunden zu haben. Die knapp 400 Mitarbeiter haben mittlerweile auch alle ihre Kündigungen erhalten. Und damit stelle ich am Ende des Videos ganz gerne nochmal ganz ernst gemeint die Frage, kann man in Deutschland überhaupt eine Small Planet Deutschland gebrauchen? Und ich freue mich sehr auf eure Kommentare und auf eure Meinung zu diesem Thema. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich habe versucht, das Thema Small Planet für euch nochmal von oben bis unten aufzurollen und ein schönes Gesamtpaket draus zu machen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen mit dabei. Ich freue mich, wie gesagt, sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Und dann geht heute noch ein riesengroßes Dankeschön an Samuel raus, der mich jetzt seit ein paar Tagen tatkräftig und sehr, sehr großzügig auf meiner Patreon-Seite unterstützt. Vielen lieben Dank an dich für deine Unterstützung und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.